wir so unter uns sind. Ich freue mich persönlich wahnsinnig, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Nee, weil ehrlich, bleib mal bitte, ich möchte dir was zeigen. Nee, das geht jetzt gerade nicht. Doch, guck mal, weil ich... Nee, geh mal bitte. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich bin so ein großer Fan von dir. Kann ich jetzt gerade nicht. Schon immer, bitte, schau. Kann ich jetzt gerade nicht. Doch, Klaas, guck mal. Ich bin so ein großer Fan von dir. So ein großer Fan. Ach, das ist cool. Ich liebe dich. Wenn ich jetzt nicht sofort gehe, ist hier Schluss, ne? Wollen wir uns küssen? Nee, ich hab ganz super viel Erdnüsse gegessen. Ich so gerne küssen. Oh. Ich hab auch was gegessen, aber ich würde dich wirklich wahnsinnig gerne. Bitte, Klaas. Ich wollte sozusagen Klaas verführen. Das ist so eine schöne Idee und es ist lustig, Klaas. Wie es halt so ist, wenn es funkt, kriegt man erstmal Angst und geht sich aus dem Weg. Wo bin ich denn hier gelandet? Die sind alle verrückt. Klaas, ich würde nicht. Du musst es rauslassen. Hau ab! Hau du doch ab! Also wenn man sein erstes Leben schon verloren hat, dann weiß man halt, jetzt gibt's hier keine Schonfrist mehr. Man steht ganz oben auf der Abschussliste und das wissen die anderen auch. Streitet euch nicht. Wir wollen alle lieb miteinander sein. Allein das war natürlich für mich ein super Moment, dann zu wissen, dass das nicht umsonst war, dass Klaas wirklich da ist. Und dann war natürlich die Frage, ey, wie kriege ich das hin, dass ich ihm das zeige in einem richtigen Moment und so. Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an diesen Moment erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich Ewigkeiten immer dachte, mache ich es jetzt? Nee, jetzt noch nicht, hier geht's nicht und so. Ne? Man ist dann so scharf, man möchte dann unbedingt seinen Pulver verschießen und aber leider habe ich ihn damit nicht gerissen. Also ich habe dann irgendwie mich versucht, an ihm so ein bisschen festzubeißen, so ein bisschen so eine Love-Story zu erzählen, dass ich der größte Klaas-Fan bin ever. Aber Klaas hat da, also in meinen Augen, da hätte ich noch Stunden weitermachen können, der war da hart. Ja, ich glaube auch, dass das nicht nur damit zu tun hatte, dass die da ein Leben haben wollten, sondern dass ich die praktisch auch ich habe die auch mit so einer gewissen erotischen Ausstrahlung auch gefangen genommen, habe ich den Eindruck. Also sie sind auch praktisch meiner Aura nicht entkommen. Und die wollten einfach so ein bisschen bei mir sein. Das war für mich dann blöd. Aber ich habe gemerkt, also man merkt, dass er schon mal irgendwo reinkommt und naja, der eine oder andere strahlt ein gewisses Bedürfnis aus. Und da wusste ich schon, die werde ich jetzt an der Backe haben, wenn ich den schönen Augen mache. Und so war es. Ne? Einen von euch finde ich viel besser als den anderen, aber ich sag nicht wer. Auf Martina habe ich mich super gefreut, auf Klaas dachte ich gleich, schwächste Kette im Glied. Wie bringt man 10 Spaßgranaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel, Lachen verboten. Das ist halt Folter. Oh, fuck. Scheiße. Lachen, das passiert einem einfach so. Und davor habe ich Angst. Good luck! 6 Stunden Psychoterror. Orkus! Nimm Orkus! Ich muss ja über jeden Scheiß lachen. Ist schon deine Nummer? Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Häufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Ries, Tommy Schmidt und Tané. Das ist der absolute Wahnsinn! Last One Laughing, die neue Staffel, ab 1. Oktober, nur bei Amazon Prime Video.